Wenn Sie Gold hören, denken Sie dann an Fort Knox, an Dagobert Duck, wie er in seinem Geldspeicher genüsslich badet? Oder denken Sie an Sicherheit, Krisenwährung, Zentralbanken? Aber würden Sie Gold auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung bringen? Mein Name ist Daniela Schweizer und ich leite das Sorten- und Edelmetallgeschäft bei der Helaba. Werte, die bewegen. Das Leitbild der Helaba veranschaulicht deutlich, dass nachhaltiges Handeln und Nachhaltigkeit wesentlicher Bestandteil der DNA unseres Hauses sind. Wir als Landesbank und als Verbundbank sind daher bestrebt, in allen Produktbereichen nachhaltige Lösungen für Sie und Ihre Kunden anzubieten. Deshalb sind Kooperationen mit starken und zuverlässigen Partnern die Grundlage, den größten Nutzen für Sie zu stiften. Eine besondere Form der Nachhaltigkeit findet sich auch im Bereich der Edelmetalle. Wie das funktioniert, zeigt die Firma C. Haffner eindrücklich am Beispiel dieses wunderschönen Goldbarrens. Und was die Philosophie der Firma C. Haffner und ihrer Produkte ist, erklärt uns jetzt Herr Dr. Philipp Reissert, der das Familienunternehmen in fünfter Generation führt. Vielen Dank, Frau Schweizer. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen, seit 173 Jahren am Standort Pforzheim. Und das Thema Nachhaltigkeit ist selbstverständlich beim Familienunternehmen. Wir denken in langen Zyklen und nicht kurzfristig. Und dieses Denken hat uns und das gesamte Unternehmen schon immer geprägt. Und beim Thema Nachhaltigkeit spielt ja auch das Recycling eine wichtige Rolle. Ja, Recycling, mit dem hat auch alles angefangen. Unser Ururgroßvater hat das Unternehmen als sogenannte Keretz-Anstalt gegründet. Und Keretz kommt von Zusammenkehren. Und wir haben die Abfälle aus den Schmuck- und Uhrenfabriken zusammengekehrt und haben daraus das Gold rausgezogen, um dann Halbfabrikate zu machen, die wieder in den Kreislauf in neuen Schmuck und Uhren verarbeitet wurden. Inzwischen machen wir auch Goldbarren. Und das Prinzip ist ähnlich. Wir sammeln in ganz Europa Edelmetalle auf. Das heißt, wir verarbeiten nur Sekundärmaterial. Dieser Edelmetallkreislauf ist uns sehr wichtig. Und ich glaube, daher sind wir auch der ideale Partner für die Helaba. Diese ganze Frage des Sourcings in Europa ist wichtig, weil wir eben dadurch auch Risiken reduzieren. Was da noch hinzukommt, wir wissen und haben das auch festgestellt, dass mit dem Thema Sekundärgold auch ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. Primärgold und die Gewinnung von Primärgold hat einen erheblichen Klimafußabdruck. Und wir stellen sicher, dass bei der Verarbeitung unseres angelieferten Goldes eben es nur um Sekundärgold handelt. Wir sind sogar die einzige und erste Scheideanstalt in der Welt, die CO2-freies Gold anbietet. Nachhaltigkeit ist Gold wert. Deshalb sind wir besonders stolz, mit C. Haffner einen Partner gefunden zu haben, der unser Produktspektrum im Bereich Edelmetalle komplettiert. Haben wir ein Interesse geweckt? Wenn Sie Fragen zu C. Haffner oder unserem Angebot bei Edelmetallen haben, Antworten finden Sie bei Ihrer Sparkasse.